Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Banoki mit einer wunderbaren Sendung Daily, deine Tagesdosis Angeberwissen. Heute hier mit mir, ich bin der Sashi, mit mir der Marc Hagenbeck, hallo. Mentalist und Gedankenleser. Und heute ist der 27. April. Und wenn du Gedankenleser bist, wer hat heute Geburtstag? Na, Moment, ich krieg da gerade was rein. Ich sehe schwitzende Körper, ich sehe einen weißen runden Ball, ich sehe... Lars Bender siehst du, genau. Jawohl, ganz genau. Lars Bender, du hast ja keine Ahnung vom Fußball. Ja. So. Und jetzt ist die große Preisfrage, wer ist Lars Bender? Na, das sieht man doch. Na? Na, der mit dem L, das ist Lars. Ja, das stimmt sogar, richtig, das ist Lars, genau. Bender und der andere ist? Das ist der Ewok. Wie, das ist der Ewok? Das ist ein Ewok aus Star Wars. Nee, warte mal. Steht unter Ewok. Wie? Wie heißt denn der andere? Der heißt Sven Bender, glaube ich, oder sowas. Das ist ein Zwillingsbruder. Nein, der heißt Mila Spritz. Warte mal, Lars Bender, ist das der Dortmunder oder ist das der Leverkusen? Sind das echt Brüder oder was? Ja, natürlich, sind Zwillingsbrüder. Ach so. Ach, deswegen sehen die so gleich aus. Ja, und deswegen haben sie auch am gleichen Tag Geburtstag. Vielleicht ist ein... Ich weiß es nicht mehr. Wenn ihr wisst, wer Lars Bender ist und bei welchem Verein der auf diesem Bild da spielt, dann schreibt das mal in die Kommentarleiste. Wenn ihr wisst, wer den Scheiß immer vorbereitet, den wir hier vortragen müssen, könnt ihr auch mal unten reinschreiben. Würde mich auch mal interessieren. Ja, würde mich auch mal interessieren, wer das vorbereitet hat. Echt? Genau. Am 27. April, was ist noch passiert? Ja, am 27. April 2005 startete in Toulouse das Großraumflugzeug Airbus A380. Oh, A380, Riesenteil. Eine, ne? eine Riesenkiste. Wir sehen es hier hinter uns. Das ist wirklich ein Riesen-Oschi. 861 Plätze übrigens. Richtig, genau. 861 Passagiere passen da rein. Ja, das ist unglaublich. Das ist fast ganz Westerland, Westerwald. Ja, das ist fast der ganze Westerwald. Mein Ort, das ist mein Ort. Ja. Mein Ort plus 200 Supporter passen noch da rein. Ja, genau, die passen da rein. Und am 27. April 1908 wurden in London die vierten Olympischen Spiele der Neuzeit eröffnet. Ja. Und hier sehen wir... ein Geher, würde ich sagen. Ja, das ist ein Geher. Ja, leicht nach hinten gebeugt. Da wollte wahrscheinlich Limbo tanzen. Ja, ja, sehe ich so. Das ist 42 Kilometer. Aber hier kommt schon von links der Schutzmann angerannt, ja, um ihn daran zu hindern. Weil Limbo tanzen zu dieser Zeit war da verboten. Ja, ja, genau. Na? Ja, das war verpönt. Verpönt. Lange Zeit vor Dirty Dancing war das übrigens. Vor Dirty Dancing. Dirty Dancing ist der Begriff. Kinder, ihr wisst gar nicht mehr, was Dirty Dancing ist. Nee, Kinder. Kinder, wie die Zeit vergeht, ich weiß auch nicht. Machen wir einfach mal weiter. Ja. Was war noch am 27. April? Naja, es gab da noch einen Geburtstag und zwar am 27. April 1921 wurde er hier geboren. Hans-Joachim Kuhn. Hans-Joachim, jawohl. Einer der größten Showmaster. Die dieses Land jemals hervorgebracht hat. Findest du? Ich finde schon. Hast du gerne geguckt, einer wird gewinnen? Ja. EWG, das war so, das Pflichtprogramm. So meine ganz, ganz frühe Kindheit. Also das ist, da kann ich mich wirklich noch aktiv auch dran erinnern. Ich fand es immer gut, wenn sie am Schluss dann auf dem Stuhl gesessen haben und dann befragt wurden. Eingeschaltet wurde. Was? Nein. Nee. Am Schluss haben sie immer auf so einem Treppchen und oben auf dem Stuhl gesessen und dann wurden sie halt befragt, irgendwie die beiden Finalisten. Genau. Das fand ich immer gut. Ja, doch, doch. Fand ich, das war so ein Höhepunkt in meiner das war toll. Also Kindheitserinnerung sozusagen. Muss man sagen. Es gibt nicht viele Höhepunkte in meiner Kindheitserinnerung, aber EWG und der Sessel oben auf der Treppe war ein... So ein Highlight, gut, ne? Gutes so ein Highlight. Highlight, ja. Hm, ja, das war der 27. April. Morgen könnt ihr wieder einschalten, wenn es der 28. April ist. Und bis dahin sage ich Cheerio, Miss Sophie. Macht's gut, Leute. Tschüss.